Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe noch keinen Spekulatius auf meinem Tisch, aber Weihnachtszeit kommt und zur Weihnachtszeit sind wir Creator ziemlich glückliche Schweinchen, weil super, super, super viele Firmen an uns rantreten und fragen, ob wir Produkte vorstellen, weil die natürlich zu Weihnachten ein gutes Absatzgeschäft sehen. Und ich bin sehr vorsichtig mit diesen Anfragen. Ich kann es euch sagen, wie es ist. Ich bin nicht der größte Creator der Welt, aber selbst ich bekomme wöchentlich 5 bis 10 Anfragen von irgendwelchen. Es sind so Schmutzfirmen teilweise. Kuschelsocken, Solarpaneele für den Balkon, irgendwelche Dinge fürs Auto, irgendwelche Sachen fürs Gaming, die absoluter Quatsch sind. Das letzte war so ein Pulver für die Hände, womit man irgendwie bessere Konzentration haben sollte. Genau, weil ich mir Pulver auf die Hände mache. Und ich habe aber tatsächlich eine Anfrage bekommen von KTC, und das ist der Monitor, der hinter mir steht, einen nagelneuen Gaming-Monitor vorzustellen. Und genau das werde ich heute machen. Ihr werdet 10 sehen. Ich spiele aktuell auf einem Gigabyte 27 Zoll 144 Hertz FPS-Panel-Monitor. Der ist jetzt schon 1,5 Jahre alt und wir werden gucken, ob wir den austauschen. Das heißt, ich werde euch ein paar Randdaten über den Monitor mitgeben. Den werde ich jetzt anschließen. Das läuft parallel und dann schauen wir mal. Nächster Tag, Gaming-Session, Test abgeschlossen. Was hat der KTC eigentlich für Sachen? Ich habe für den gesamten Aufbau ungefähr 15 Minuten gebraucht. Ich wäre wahrscheinlich auch schneller gewesen, aber Technik und ich ist ein bisschen dumm und ich habe nicht verstanden, wie ich den Ständer rankriege. Ein Problem, was wir Männer kennen. Hat aber funktioniert, nachdem ich einfach einmal kurz die Anleitung gesehen habe. Ich habe gestern eine 8-Stunden Tarkov-Session danach gemacht und ihr habt es eben gesehen im Video davor. Der Gigabyte 27 Zoll, den ich bisher seit einem Jahr zum Gaming benutzt habe, der hat 144 Hertz gehabt, eine Millisekunde Reaktionsgeschwindigkeit, das ist eh nur Vermarktungssache, euer Auge kann es so schnell gar nicht erfassen. Gutes IPS-Panel ist jetzt hinten im Wohnzimmer, den verschenke ich vielleicht an jemanden von euch. Ich habe keinen Bedarf mehr, der KTC hat mich tatsächlich überzeugt. Das Ganze 165 Hertz, 4K-Auflösung, ich spiele Tarkov in 2K seit gestern. Mein Gigabyte schafft nur Full HD, also 2K gab es in dem Fall nicht. 2K ist ein Game Changer für mich. Aus dem einfachen Grund, ich habe viel, viel mehr Pixel. Ich sehe viel, viel besser auf dem Monitor. Und das sieht man schon tatsächlich am Desktop einfach. Wenn ihr mal vergleicht mit den Desktop-Bildern, die ihr öfter mal vorher gesehen habt. Ich glaube, man sieht es so schon. Dieser Desktop von mir war bisher voll. Ich habe nichts von meinem Desktop runtergenommen. Ihr seht es einfach in den ganzen Icons. Dadurch, dass ich mehr Bildschirmauflösung habe und mehr Pixel zur Verfügung, habe ich einfach viel mehr Platz. Also spielerisch hat er mich komplett überzeugt. Zwischendurch haue ich euch ein, zwei Szenen da raus, die ich mit dem Monitor erspielt habe. 165 Hertz ist kein großer Unterschied zu 144. Aber, und das ist das ganz große Aber, man merkt den Unterschied beim Gaming, weil ihr in höherer Auflösung mehr FPS als vorher habt. Gerade bei so Games wie COD, wo ihr gerne mal auf 180, 200 FPS spielt, macht das einen Unterschied. Ich kann den Monitor tatsächlich waagerecht und horizontal nutzen, was ich sehr cool finde. Er bleibt bei mir ganz normal horizontal, weil waagerecht... Was ist horizontal? So? Also er bleibt so. Er bleibt so. Daran habe ich mich die letzten Jahre gewöhnt. Das Ganze hat... So wurde es mir zumindest geschrieben. Ich habe es auch gefunden, weil ihr habt einen Knopf, womit ihr einzelne Monitor-Settings machen könnt. G-Sync und FreeSync bei dem Monitor. Da muss ich euch aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich darüber belesen. Er hat die Funktion zum Einschalten. Ich habe aber mit An und Aus tatsächlich keinen Unterschied festgestellt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Das Ganze kommt mit einem gewissen Preis, muss man dazu sagen. So sieht's dann aus, wenn der alte Gaming-Monitor, und der ist erst ein Jahr alt, tatsächlich weichen musste. Aber nach ungefähr 6 Stunden Gaming-Session war schon klar, dass der neue KTC den hier schlägt. Und jetzt erkläre ich euch noch, warum er das tut. Das Ganze ist aktuell bei 459 Euro, was für einen 4K-Monitor ein vernünftiger Preis ist. Der ist nicht umsonst, das muss man dazu sagen. Es ist aber, wie gesagt, ein 4K-Monitor, der ein sehr, sehr geiles Panel hat. Die IPS-Panels sind super, super wichtig. Es gibt verschiedene Paneele und die Paneele sorgen für die Farbauflösung, für die grafische Darstellung und alles. Er ist schwenkbar, drehbar, ist ein Ständer mit dran, ihr habt eine Wandhalterung mit dran. Ich habe 2 HDMI 2.1 Anschlüsse dran gehabt, plus 2 DPI-Anschlüsse oder DP-Anschlüsse. Die DisplayPort-Anschlüsse habe ich jetzt genutzt, einen davon, weil das ist bei mir im Rechner am einfachsten.
Einziges Manko, was ich damit habe, der DP-Anschluss bzw. das Kabel, was mitgeliefert wurde, ist gerade mal 1,5 Meter. Das geht bei meinem PC. Wenn ihr den Monitor aber ein bisschen weiter vom PC weg haben wollt, müsstet ihr euch entweder eine Verlängerung holen oder ein längeres DP-Kabel, was aber ehrlich gesagt bei einem Monitor, der sehr lange halten soll, eigentlich kein großes Problem sein sollte. Aber bis ich die mit einer Granate erwischt habe. Mit einer AK, mit Charlie, mit PS-Money. Also 7,6 war mal 30 PS. Level 34. Guckt euch das an, Chat. Guckt euch an, wie er genau wusste, wann ich komme. Das Ganze, ich habe mir die Reviews mal angeguckt, weil ihr wisst es, wenn ich euch Sachen empfehle oder nicht empfehle, bin ich immer sehr vorsichtig. Und wenn man sich die Amazon-Bewertungen anguckt, wir sind bei 150 Bewertungen oder 149. Davon sind 91% 4 bzw. 5 Sterne. Das ist eine Ansage. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nach dem gesamten Playtest gestern habe ich mich sehr, sehr schnell entschieden, dass ich den behalte. Ich hätte ihn auch zurückschicken können. Ich wurde und werde für dieses Review auch bezahlt, das kann ich euch ganz ehrlich so sagen. Mir ist aber freigelassen worden, was ich dazu sage. Und da müsst ihr mir im Prinzip vertrauen. Ihr kennt mich, wenn ich Schund bekomme, dann sage ich das auch. Denn meine Bezahlung bei denen wäre so und so die gleiche gewesen. Jetzt habe ich gefragt, weil ich den gut finde, ob ihr ein bisschen Rabatt bekommt, wenn ihr zum Beispiel euch zu Weihnachten neuen bestellen wollt. Und der Deal ist, ich habe eine kleine Erhöhung bekommen und dafür gibt es aber einen Rabattcode, den könnt ihr nehmen. Da ist es dann auch egal, wie viele von euch kaufen. Das heißt, wenn 100 Leute von euch sich den Monitor tatsächlich nehmen, ist das in Ordnung sozusagen. Ich kriege nicht extra was dafür. Das bedeutet für mich aber, ich kann mein Review so unabhängig wie möglich machen. Und von mir aus, nach der PlayStation, nach dem Aufbau, nach dem Kontakt, gibt es für mich für den KTC 4K-Monitor eine dicke Empfehlung. Das Einzige, wo ihr halt gucken müsst, 459 € ist ein vernünftiger Preis. Aber wenn man sich andere 4K-Monitore anguckt, ihr werdet nicht wirklich viel günstiger kommen. Mein einziges Problem von Anfang an war tatsächlich, dass ich das Unternehmen KTC einfach nicht gekannt habe, weil ich kenne die Asus-Monitore und Gigabytes und die Zovis und die Samsungs und alles. KTC gibt es tatsächlich schon länger auf dem Markt, als es mich auf der Welt gibt, was mich persönlich überrascht hat. Und ich habe in meinem Discord gefragt nach Meinung von den Leuten, die sich mit Technik gut auskennen. Und die haben alle gesagt, guter Monitor, teste den, mach das mal. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch damit helfen konnte, dass ihr vielleicht für Weihnachten eine coole Sache habt. Ich werde euch noch etwas vorstellen. Und zwar habe ich es dank euch geschafft, meinen ersten eigenen Black Ops Controller zu bekommen. Und da freue ich mich ebenfalls drauf. Den werdet ihr diese Woche sehen. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr von dem Monitor soweit haltet, ob ihr da Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die gerne. Ich helfe euch gerne. Von mir klare Kaufempfehlung. Das Ding steht direkt vor mir und bleibt auch genau da, bis irgendwann vielleicht doch noch ein besserer kommt, was ehrlich gesagt bei 4K und der Refresh-Rate gerade für jemanden wie mich, der COD und Tarkov spielt, eigentlich nicht so schnell kommen sollte. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da und haut rein.